Herzlich willkommen zur Osterfreizeit Online. Boah, endlich bin ich nicht mehr alleine hier, sondern da vorne sind Dirk und Petra. Hallo. Hallo. Sehr schön. Ja, wir haben uns in den letzten Tagen ein bisschen was für euch überlegt. Aber bevor wir jetzt anfangen mit dem, was wir uns überlegt haben, würde ich sagen, stellen wir uns erstmal kurz vor, weil vielleicht nicht jeder von euch uns auch kennt. Ich heiße zum Beispiel Markus oder für viele in Hüfiland Magu. Ich arbeite normalerweise hier in so einem Fernsehstudio und mache da Ton. Und im Höfiland, da bin ich zum Beispiel seit ungefähr 20 Jahren als Leiter mit dabei. Und du, Petra? Ich bin Petra. Ich arbeite bei der Evangelischen Kirchengemeinde Pfingst-Neubrück-Höhenberg. Das ist im Köln-Rechtsrheinischen. Und ich mache auch das Höfiland, aber mache auch sonst Kinder- und Jugendbildungsfahrten, unter anderem diese Osterfahrt. Und in Höhenberg-Pfingst machen wir viel zusammen, in Höfi. Und deshalb ist auch der Dirk mit dabei. Genau. Im Höfiland bin ich nämlich der Typ, der wie immer meistens auch hier an den Tasten sitzt. Das heißt, das sind dieselben Tasten, die ich im Höfiland ansonsten habe. Aber ich spiele auch Orgel, leite den Kinderchor, leite den Jugendchor, den Kirchenchor und war aber auch schon zweimal zum Glück mit auf dem Familienwochenende, sodass wir drei auch schon einige Sachen toll zusammen gemacht haben. Ja, wir haben uns überlegt, wir werden, also die Petra und ich zumindest, wir werden jetzt eigentlich auf der Osterfreizeit mit einem großen Team von Leitern. Also wir haben, das ist so schade, dass die nicht mit hier sein können, aber wir haben wochenlang uns darauf vorbereitet, um mit den Kindern später eine Reise durch Europa zu machen. Ein bisschen was von dieser Reise, also ein paar kleine Stationen davon, wollen wir jetzt mit euch trotzdem auf diesem Wege machen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sind wir nicht zu Hause? Warum machen wir das nicht irgendwo in einer Wohnung? Weil wir nicht zusammen wohnen. Deswegen mussten wir erstmal raus. Aber wir passen trotzdem auf, dass wir uns nicht zu nahe kommen. Deswegen haben wir so ein paar Hilfsmittel. Also zum Beispiel, das Ding wird eigentlich beim Fernsehen verwendet, dass da vorne so ein Mikrofon drankommt. Das ist jetzt gerade auf 1,80 Meter ungefähr eingestellt. Das heißt, ihr merkt, wir haben mehr als 1,50 Meter Abstand. Und den gleichen Abstand kann die Petra auch mal zum Dirk hinhalten. Petra hat ein Maßband dabei, damit kann man das natürlich auch sehr gut. Ich stelle das jetzt mal auf Dirk. Hast du da eine extra Einstellung für Dirk? Auf 2 Meter ein. Seht ihr? Zwei Meter ist genau ein Dirk. Genau. Ein Dirk. 2 Meter bis zum Dirk. Und vielleicht habt ihr zu Hause so einen Zollstock. Und dieser Zollstock, den kann man auch genau auf 2 Meter machen. Und da merkt ihr schon, dass die Petra richtig gemessen hat, weil die Petra und ich jetzt genauso weit auseinander sind mit beiden Bändern. Genau. Warum das mit dem Abstand so wichtig ist, das erzählen wir euch vielleicht später nochmal. Jetzt geht es aber um unsere Reise nach Europa. Genau. Wir reisen mit euch in verschiedene Länder Europas. Und wir starten natürlich in Köln, in Deutschland. Der Markus zeigt euch das gleich an einer Tafel. Und als erstes reisen wir nach Skandinavien. Genau. Also in den Norden Europas. Da auf der, hier ist so eine Karte. Da seht ihr die Karte. Und wir können gleich mal mit einer Zeigst anderen du da Kamera, gerade Köln? Mit der anderen Kamera noch näher ran. Genau. Da ungefähr ist Köln. Das hier ist der Rhein. Und das da unten ist die Mosel. Und Köln ist ungefähr da, wo hier noch diese kleine Nuss da aus der Niederlande hängt. Wenn man da rüberfährt bis zum Rhein, da ist Köln ungefähr. Ja. Von Köln aus fahren wir jetzt erstmal in den Norden. Genau. Hier wären wir zum Beispiel in Hamburg, da könnten wir ins Musical gehen, aber wir wollen weiter. Und von Deutschland aus geht es jetzt nach Dänemark hoch. Dänemark ist das erste Land aus Skandinavien. Ja, Dänemark hat auch ganz viele Inseln, das seht ihr da, dieses Gefleckte. Genau, und von Dänemark würden wir nach Schweden weiterreisen. Dann nehmen wir die Fähre hier oben. Ich hoffe, dass die oben fährt. Schwimmen wäre, glaube ich, zu weit. Schweden seht ihr, hat ganz viele Seen. Große Seen, kleinere, upsala. Da zum Beispiel. Ja, und der Dirk, der kann euch mal gleich die schwedische Flagge zeigen. Die schwedische Fahne zeige ich euch jetzt mal hier. Die schwedische Fahne hat, wie eigentlich alle skandinavischen Fahnen, ein Kreuz, was quer liegt. Und jetzt in den Farben
gelb und blau. Aber ich glaube, die ist andersrum, oder? Ja! Ich glaube, so rum. Oh ja, gut, das kann ich. Ich meine, ich sehe ja immer von meiner Seite. Für mich ist die jetzt falsch rum. Und zeigst du uns nochmal die dänische Flagge? Stimmt, die dänische Fahne sieht also, wie ihr das seht. Fast identisch aus. Identisch aus. Naja, ich jetzt muss ehrlich gesagt so machen, denn die dänische Fahne ist nur weiß und rot. Das seht ihr ja ganz gut, genau. Aber wenn wir jetzt gleich weiterfahren. Fahren wir nach. Wir hier vorne zum Beispiel geht es nach Norwegen rüber. Genau. Und für Norwegen habe ich den ganz tollen Trick, dass ich die dänische Fahne bloß einmal, wenn wir das jetzt sehen, umdrehen muss. Und dann habe ich schon die norwegische Fahne. Die norwegische Fahne hat also fast dasselbe wie die dänische Fahne. Bloß in der Mitte ist die auch noch blau. Genau. Okay. Es gibt dann noch ein weiteres Land. Das ist ganz hier außen. Das ist Finnland. Das ist schon an Russland quasi da hinten dran. Das war uns für unsere Reise, also da ist Finnland. Das war uns für unsere Reise ein bisschen zu weit weg. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Das heißt, wir konzentrieren uns heute auf die drei skandinavischen Länder, nämlich Norwegen, Schweden und Dänemark. Aber was wir auf jeden Fall noch sehen sollten, ist die finnische Fahne. Und die finnische Fahne ist also nur noch blau und weiß. Also eine Kombination, könnte man sagen, aus der dänischen und aus der norwegischen Fahne. Jetzt haben wir alle Fahnen zusammen, bin ich ein bisschen schwenke. Petra, meinst du, die Kinder kennen irgendjemanden aus Schweden überhaupt? Oh, in Schweden gibt es auf alle Fälle viele berühmte Schwedinnen. Eine kennt ihr auf alle Fälle. Ja, die ist Greta Thunberg, oder? Die ist auch berühmt, aber ich dachte noch an eine andere berühmte Schwedinnen, die auch alle Kinder kennen. Vielleicht Königin Silvia? Die ist auch berühmt. Die kommt sogar aus Deutschland. Auch eine der berühmten Schwedinnen. Nein, ich meine eine berühmte Schriftstellerin für Kinder. Und Astrid die Lindgren. Heißt? Richtig! Hey, super! Astrid Lindgren. Und die hat eine ganz tolle Figur beschrieben. Und von der singen wir jetzt ein Lied. Genau. Ihr könnt mitsingen. Da unten gleich. Guck mal, da seht ihr schon den Text. Da unten, da könnt ihr mitsingen, aber ich glaube, die meisten von euch kennen das Lied eh auswendig. Also, dann fangen wir einfach mal an. Zwei mal drei macht vier, bitte, bitte, witt, und drei macht neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey Pippi Langstrumpf, tralari, tralahe, tralahopsasa. Hey Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Drei mal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen da zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. Mal drei macht vier, bitte, bitte, witt, und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen da zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. So, das war das erste Lied. Die Pippi, die war ja sehr, sehr stark. Die konnte sogar ihr eigenes Pferd hochheben und in einer Geschichte auch ein Auto. Und damit ihr vielleicht so stark werdet wie Pippi, haben wir uns jetzt ein paar Fitnessübungen für euch ausgedacht. Der Markus beginnt. Jawohl. Dazu brauche ich allerdings zwei Utensilien. Da muss die Petra mal ein Stückchen wegrutschen, damit ich ihr nicht zu nahe komme. Und da schnappe ich mir jetzt zwei Flaschen. Die braucht ihr auch. Entweder
vielleicht lauft ihr mal noch schnell in die Küche und holt euch zwei Wasserflaschen. Das können so große sein wie die hier. Ihr könnt aber auch so kleine nehmen, je nachdem, wie groß und stark ihr selbst denn schon zu Hause seid. So, ich gehe schon mal auf den Boden runter. Wir machen das mit. Genau. Ja. Die Fasser ist auf. So. Wird sie auch zudrehen, die Petra. Ersten Übungen, ich hoffe, ihr seid alle schon wieder da mit euren Wasserflaschen. Die ersten Übungen sind nämlich für den Bauch. Gerade wenn man so viel zu Hause ist und trotzdem genauso viel isst wie sonst, dann muss man ein bisschen was für den Bauch machen. Und zwar nehmt ihr die Flasche, stellt sie so ein bisschen vor euch, nicht ganz bis zu den Füßen, ja, und klemmt die in die Beine ein. Jetzt gleich legt ihr euch auf den Rücken und geht mit Schwung nach oben und mit den Fingern einmal auf die Flasche drauf. Dabei muss der Bauch richtig angespannt werden. Damit, das muss man richtig spüren im Bauch. Das Ganze machen wir jetzt gleich 10-mal zusammen. Also alle auf den Rücken. Und okay, dann, ich zähle von 3 runter und dann machen wir 10-mal. 3, 2, 1 und 1. Und dran. Und 2. Und dran. Und 3. Ich bin jetzt schon fertig. Und 4. Gott, oh Gott, oh Gott. Und 5. Und 6. Und 7. Das war deine Übung, Markus. Und 8. Und die 9. Gott, oh Gott, oh Gott. Und die 10. Zurück. So. Einmal den Bauch ausschütteln. So, jetzt kommt die Flasche, diesmal nicht zwischen die Beine, sondern auf die rechte Seite neben euch. Und die Aufgabe ist jetzt, ihr spannt den Bauch gleich wieder ein bisschen an. Ihr könnt euch so ein bisschen schräg hinsetzen. Also das heißt, nicht ganz hinlegen, aber auch nicht ganz aufrecht sitzen, sondern irgendwie so dazwischen. Ein V. Ein V, genau. Zwischen den Beinen und... Oder ein A. Und jetzt nehmt ihr die Flasche immer von der einen auf die andere Seite rüber und dabei ist der Bauch angespannt. Diesmal wird das vielleicht so ein bisschen ziehen hier an den Seiten, immer auf der rechten oder auf der linken Seite. Also, nehmt die Flasche und jetzt auch wieder 10-mal. Und zwar 10-mal auf jede Seite. Oh! Das heißt also... Das hat er nicht gesagt. Na ja, gut. Okay, Petra, dann insgesamt zählen wir bis 10. Okay. Gut. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gott, das wären ja fast 20 gewesen. Puh. Das reicht jetzt erstmal für den Bauch. Jetzt stehen wir alle auf und wechseln die Plätze, denn als nächstes erklärt die Petra was. Und dafür müssen wir jetzt natürlich alle aufpassen, dass wir uns wieder nicht begegnen. Wir drehen gegen den Uhrzeigersinn, haben genug Abstand und ich lande jetzt hier. Sehr gut. Genau. So, meine Übung findet im Stehen statt. Dafür stellt ihr euch so schulterbreit auf, habt die zwei Flaschen so in die Mitte gepackt und streckt die Arme nach vorne. Und dann führt ihr den linken und den rechten Arm bis an die Mitte. Das wäre jetzt 1, okay? Mhm. Okay. Das machen wir 10-mal. Mhm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was übrigens ganz unfair ist, ich stehe hier direkt unter der Lampe. Ist so ja, da ist sie so warm. Okay, ihr könnt mal kurz abstellen. Müssen mal die Arme aus und die Beine. Ne? Ich muss erst mal meine Stirn kühlen. So, ein bisschen auslockern. So, dann nehmen wir wieder die Flaschen hoch. Oh Gott. Wieder vor uns hinhalten. Ja. Und jetzt geht gleich der linke Arm nach oben und der rechte Arm nach unten, wie eine Schere. Und dann abwechseln. Verstanden? Okay. Ja, verstanden. Ja. Auch 10-mal und die Höhe nicht verlieren. Ne? Nicht so machen, Markus. Ne? Nein, ich weil dir so warm ist und auch nicht ich bin, so. Ich bin auf sondern ja, fang an. So. Meine Güte. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! Ja, super. Gut, dann komme ich jetzt mit meinen Übungen dran. Wir rotieren also, wieder. Gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt wäre ich beinahe über die Abstandsstange gefallen.
Ihr könnt die Wasserflaschen einfach festhalten. Oh ja, klar. Und jetzt kommen einfach ganz normale, nicht Liegestützen, ich habe schon wieder vergessen. Wie heißt das denn nochmal? Kniebeugen, genau. Das heißt, die Knie werden gebeugt. Und dafür strecken wir die Arme trotzdem nach vorne. Dann haben wir zwei Übungen dann einmal. Und achtet darauf, dass ihr mit dem Rücken, ich mache das mal so, nicht so nach vorne geht, sondern schön gerade bleibt. Okay? Also ich mache es mal so rum. Und es geht los. Und eins, zwei, drei. Ach, ich kann mich zwischendurch bewegen. Vier. Der Markus rutscht. Gott. Sechs. Sieben. Neun. Acht. Immer noch neun. Neun. Zehn. Zehn. Ja. Ja, super. Damit wir jetzt noch was für den geraden Rücken hinten machen, könnt ihr jetzt eine Flasche wegtun. Und ihr geht auf den Boden. Geht auch aufs Sofa. Geht auch auf, ja, wenn du das schaffst, ja. Aufs Sofa komme ich, ja. Dann nehmt ihr jetzt einfach eine Hand einfach auf den Boden und mit der anderen Hand nehmt ihr die Wasserflasche und... Fängst du mit links an? Ich fange mit links, ja, ich bin ja Linkshänder. Deswegen. Ich glaube, ihr müsst auch gucken, was hinter euch steht, ne? Ja, genau, guckt mal genau, dass ihr nicht den Fernseher oder das Aquarium oder das Klavier macht, ne? No, mein Gott, jetzt sieht man schon, naja, okay, ist ja egal. das ist unvorteilhaft, aber es macht Spaß. Ja, das heißt, ihr streckt mit dem Arm nach vorne, das ist ja ganz einfach, aber gleichzeitig geht ihr mit dem anderen Bein nach hinten. Also okay? Links vorne und rechts hinten. Genau, dass man so überkreuz seht, das kann man ja ganz gut sehen. Diagonal das Ganze, nennt man das. Diagonal, richtig, ja. Das heißt, das machen wir jetzt 10-mal auf der einen Seite und es geht los. Eins, zwei, drei. Das ist bei mir ein bisschen schwierig, weil ich da hinten so eine komische... Fünf, sechs, sieben... 8, 9, 10. Super. Hinstellen. Das Gefühl, wir haben immer nur 10 gemacht. Du machst 20. Und 1, 2, am besten nicht sich durch abstellen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Super! Jetzt habe ich sogar dummerweise was vergessen, aber das ist ja nicht so schlimm. Erstmal einen Applaus für uns, oder? Ja, oder? Ich finde auch. Ne? Vor allem auch einen Applaus für die Technik könnt ihr auch mal ein bisschen, aber ja. Ich merke auf jeden Fall, dass ich in den letzten Wochen viel zu wenig Sport gemacht habe. Genau. Wenn man den ganzen Tag nur so zu Hause rumhängt, dann... So, Petra, wir müssen ein kleines Ballett machen, weil ich meine Handschuhe vergessen habe. Das heißt, Markus. Okay. Ja, wir drehen einfach eine Runde zu dritt. Ja. Das geht ganz gleich. Sehr gut. So, ich schnapp mir auch hier schon mal meine Sachen. Wir landen nämlich, nachdem wir gerade in Schweden angefangen haben, landen wir im nächsten Land, nämlich in Dänemark. Und aus Dänemark kommt irgendwas, ich wette, das hat jeder von euch zu Hause, nämlich die Legosteine. Und mit den Legosteinen wollen wir jetzt ein kleines Spiel mit euch machen. Und wie das funktioniert, das erklärt euch der Dirk. Dafür habe ich etwas vorbereitet. Ich liebe diesen Satz. Und zwar, da bin ich, seht ihr hier vor mir ganz viele Legosteine. Die kann man ganz normalerweise von gerade aus sehen, aber man kann die auch einfach hier drauflegen. Das heißt, die Kamera guckt jetzt von oben nach unten drin. Weil wir alle mit diesen Legosteinen gleich spielen, habe ich schon mal Handschuhe an. Damit ihr mitraten könnt, machen wir jetzt quasi Montagsbauer. Ihr kennt Montagsmaler, das heißt, wir malen normalerweise etwas. Und die anderen, oder ihr müsst das ja raten. Heute sind es also hier im Saal die Petra und der Markus. Und ihr selber könnt aber auch mitraten. Das heißt... aus, versucht ihn nachzubauen und in der Zeit, wo ihr diese Begriffe ratet, gebe ich euch auch ein bisschen Zeit dafür. Ja, aber wenn einer hier im Saal das schon weiß, dann geht das schon, gilt das schon. Genau, aber wir schreiben es ja auch nur auf, oder? Damit wir nicht den anderen das genau, vorwegnehmen. Genau, ihr schreibt die Begriffe auf, damit die Petra dann nicht irgendwie schnell reinruft und der Markus keine Lust mehr am Raten hat. Das ist und eigentlich ein schlechtes Zeichen, dass ich immer noch außer Puste bin. Ich fusche ja, nie. Zeichen. Okay, Petra fuscht nie, das weiß ich. Das habe genau. Ich anders gehört. Okay, das ist mein Lieblingsbegriff. Entschuldigung, ich habe jetzt nichts gesagt.
Ja, du spielst das also so oft, das Spiel, dass du schon Lieblingsbegriff warst. Ich liebe diese Begriffe. Naja, okay. Es geht los und zwar jetzt. Mach's ja auch, versuch es besonders schön zu machen. Markus. Ich hab schon die Lösung. Ganz schön schwer. Irgendwas mit Legosteinen. Könnt ihr schon sehen? Ich habe eine Vermutung. Okay, ich mache hier noch mal ein bisschen was dazwischen. Jetzt sieht es vielleicht noch schöner aus. Gut, und jetzt müsst ihr raten. Doch, ich glaube schon. Also es gibt verschiedene Optionen, aber... Ja? Ich glaube, ich... Doch. Also, man kann ihn auch noch übertriebener machen, aber ja, ich glaube, ist ganz klar. Ja. So, habt ihr zu Hause auch schon die Lösung? Wir gehen mal noch von 5 runter. Genau. 5, 4, 3, 2... 1. Jetzt können wir auflösen. Okay, also, wow, super, ihr habt beide Kölner Dom und ich zeige es jetzt sogar hier noch in die Kamera, in die von oben Kamera. Es ist wirklich Kölner Dom. Yay! Man kann ja auch ganz leicht sehen mit den beiden Türmen. Ich hatte erst gedacht, das wären 2 Flaschen mit Wasser. Bis du das dazwischen gemacht hast. Aber du bist immer noch ein bisschen geprägt vom Sport. Hm? Ja, so. Ich habe, glaube ich, so viel Durst, dass ich... Gut, ich mache wieder eine Tabula Rasa. Drehen wir jetzt schon oder mache ich noch einen Begriff? Nö, mach ruhig noch einen. Ich mache noch einen Begriff. Gut. Jetzt wird's du bist ja der Erfahrenste. Genau, ich gucke mal. Also, jetzt müsst ihr ja wieder. Ne, hoffentlich könnt ihr das nicht sehen. Du musst mit deiner Sprühflasche. Ah, okay. Na, ich tue den Begriff wieder hier erstmal weg. Das ist gar nicht so einfach. Okay, ich gebe aber Mühe. Ja. Ja, ausnahmsweise mache ich das jetzt ein bisschen so. Das kann man von oben vielleicht noch nicht so gut sehen, aber... Hä? Jetzt müsst ihr mal so gucken. Ich habe noch... Was? So müssen wir gucken. Gab es einen Urbegriff? Also, so ist von der Seite. Und so wäre dann, wenn die Kamera wieder ganz normal guckt. Genau. Hast du als Tipp für uns vielleicht einen Oberbegriff? Man kann hier sowas reintun und dann muss man das ganz tief runter und dann zieht man das wieder so langsam hoch mit dem Seil. Und dann kommt es wieder hoch. Okay? Und jetzt ist es ganz oben. Was könnte das sein? Ja. Ich muss zugeben, ich dachte erst, das wäre die Kranhäuser in den. Ach so, nee. Okay, zählst du wieder runter? Ja, also genau, für euch zu Hause, ich zähle nochmal runter. 5, 4, 3, 2, 1 und wir lösen auf, was wir haben. Ihr habt beide Brunnen. Brunnen, super. Und es ist wieder von oben die Kamera. Juhu! Brunnen. Oh, so. Okay, jetzt, ich will es aber auch mal versuchen. Ja, okay. Jetzt ich ist bin nicht so ein Profi wie du, aber... Das heißt, ich baue schon mal alles weg, dann hast du die Tabula Rasa. Und jetzt kommt der Markus und wir... Moment, bleib noch da. Ich gehe hier rum und nehme meine Wasserflasche schon mal mit. Auf geht's. Auf geht's. Ich reiß die Hütte ab. So, okay, ich zieh dann auch schon mal. Ich glaube, ich lasse meine Handschuhe sogar an. Gut. So, das macht Sinn. Ich ziehe schon mal. Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Jetzt wird's spannend. Okay, seid ihr bereit? Ja. Vielleicht sollte ich dich mit grün auf grün machen. Man darf gar nichts sagen, ne? Hund, Katze, Maus. Rätselnde, ratselnde Gesichter. Ah, ich glaube, ich hab's. Das sieht ein bisschen aus, wieder wie eine Wasserflasche. Ich glaube, ich bin echt noch so durstig. Okay, wir haben's. Petra, du zählst runter. Ich mache noch einen Tipp vielleicht für die Kinder zu Hause. Okay. Ich mache nämlich noch... Aha. Ah, ja, okay. Finde ich auch ganz gut. Vielleicht hilft das. Okay. Ich wüsste jetzt nicht was. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und der Begriff ist hoffentlich...
Hoffentlich auch. Nee, Schildkröte war. Nein! Es war Rakete, natürlich war es Rakete. Gut. Sieht man doch. Sehr gut, okay, ich nehme den zweiten Begriff. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen nasser machen hier. Mann, Mann, Mann. Warte, wenn du mir das hinhältst. Achso, stimmt. Nee, achso. Okay, ich habe ihn. Achso, ich habe eben gar nicht reingehalten. Das war übrigens hier zum Beweis nochmal. Also ich habe es gar nicht gesehen. Da war ja, die Rakete. Ja, ja, genau. Okay. Ja. Nicht, dass hier irgendwer meint, wir würden pushen. Okay, der nächste Begriff. Ja. Ich glaube es zumindest, dass ich das so machen will. Ich mache das mal. Das wird jetzt ein bisschen. Das ist wieder eine Wolke, würde ich. Ah, ich darf ja gar nichts sagen. Mann, Mann, Mann. Entschuldigung. Doch, red ruhig, Dirk. Red ruhig. Ne? Und Katze, Maus. Warte, ich mach das mal. Also normalerweise ohne das Weiße würde ich es ja schon erkennen. Also ich mach's mal anders. Ich mache jetzt erst das hier. So. Ja. Und manchmal ist aber noch was davor. Aber es geht um das Gelbe. Manchmal ist was davor? Was ist denn der Oberbegriff? Ja, es gab keinen. Okay, mein Gott, dann machen wir es anders. Also, das hier, mal ist es so. Ja. Und mal ist es... Ah, ich weiß, glaube ich, was. Ja. Halb oder rund? Und manchmal ist halt was davor, so im Blick. Okay. Okay, ich schreibe jetzt einfach mal. Also ich schreibe jetzt mal, was ich meine. Ich schreibe, was ich meine. Man kann ja mal falsch liegen. Das ist ein guter Tipp, auf jeden Fall das zu schreiben, was man meint. Okay, ja, genau. Wir zählen runter. 10, 9, 8. 3, 2, 1, 0. Und? Also ich hab Pizza. Ich hab Mond. Du kannst dich doch nicht gelb machen. Pizza und Mond. Das ist eine schöne Kombi. Ja, Pizza passt zu Schweden oder zu Skandinavien nicht so gut. Der Mond passt da schon besser. Ja. Denn es war, das war aber nicht. Der Mond. Okay. Ich bin verdreht. Warte, ich halte so. Gut, jetzt kann ich noch peinlich gut, werden. Gut, wir wechseln wieder, oder? Ja, wir wechseln. Ich räume alles weg. Ich nehme meinen Zettel mit. Und einmal zur nächsten Station. Ich komme ins Bild. So. Da, 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 da. Gar nicht so leicht, das zu machen. Ist auch eine halbe Pizza. Ja, vor allem rund. Rund ist wirklich schwierig. Ich gebe es jetzt. Aber eine gelbe Pizza? Obwohl, es war viel Käse. Okay, Peter legt los. Oh, geht schon los. Ein Baum. Nein. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. So, fertig. So. Ja. Oh. Ich bin gespannt. Ich bin etwas speziell. Ich hoffe, du hast auch so speziell gedacht. Oder nee, den Begriff. Okay. Ich finde es total gut. Ja, ich glaube auch. Gut finde ich das auch. Also wenn das ist, was da draufstehen hat. Wenn es das ist, okay. Das ist. Okay. Ja, okay. Also ich habe... 5, 4, 3, 2, 1. Aber man konnte es nicht zählen. Also was? Es ist wahr. Ich hab einen Kaktus. Der Dirk hat recht. Ich habe einen Baum. Yippie. Ich habe es auch vorher gesagt, es tut mir leid, ich halte ihn im Mund. Aber das waren doch so schön, es gibt doch diese, das ist egal. Okay. Andersrum? Ist ein Kaktus eigentlich auch ein Baum? Ich glaube schon. Nee. Nee? Das ist einfach nur eine Blume, ne? Nee. Auf keinen Fall. Okay. Jetzt kommt der letzte Begriff, ja, Petra. Ja, ich musste mir jetzt einen ausdenken. Machen richtig schön. Echt? Ach so, ja. Okay. Ja. Aber wir haben es nicht gesehen. Und ich sage nichts. Ja.
Okay. Das ist aber ganz schön schwer, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das ratet. Warte. Ich kann auch gar nichts sehen. Ah, da ist es. Ich glaube, du musst das noch mal ein bisschen gerade schieben, Petra. So? Ein bisschen nach rechts unten ziehen. Nee, deine rechte Hand muss nach unten ein bisschen. Mit dem Teil. Naja, es geht schon. Ist ja nicht so schlimm. Ist das schon alles? Wo ist denn unten? Wo ist denn unten, Petra? Hier. Ist das schon alles? Ja. Okay. Und eigentlich kommt es nur darauf an. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Hä? Ich sag nichts. Kann ich das noch mal sehen? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ist es doch. Markus, du müsstest das kennen. Sind die Farben wichtig? Ah. Eigentlich nur die Farbe. Ja, toll. Das hilft mir jetzt gar nicht. Und ich müsste es kennen, das ist auch super. Dann kann man es ja reduzieren auf drei Sachen. Ja, genau. Ja, ich habe das. Okay, ich habe was. Hat was mit heute zu tun. So, das habe ich euch ein bisschen geholfen. Ja. Okay, jetzt runter. Es wird niemals das sein. Obwohl, ich könnte noch eine Variante machen. Ja. Ah, jetzt ist eindeutig. Ja, super, das ist jetzt aber nicht mehr das, was ich hatte. So. So ginge das auch. Ah, ich behalte jetzt meinen Begriff. Okay. Ja. Okay, wir zählen runter. Kannst du mal runterzählen? Ich schreibe. Gott. Ja. Ja, also. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Und ich habe Ampel. Nein. Ich hab Angelköder oder Kran. Nein! Es ist. Was ist das denn? Es ist. Eine Kamera? Und warum nur das da vorne? Ach so, weil die auf. Ach Gott! Das ist das. Also mit Kameras habe ich nichts zu tun. Ich finde, Ampel fand ich am Anfang gar nicht so schlecht. Das ist ja auch so ein. Ja, ja, okay. Gut. Ja, gut, aber Kran passt schon, weil so eine Kamera ist hängt auch ja auch so ähnlich, Kran, ne? Ja. Zum Abschluss muss es ja noch mal ein bisschen schwerer sein. Hat irgendwer von euch Kamera richtig gehabt zu Hause? Ihr könnt ja mal ganz laut rufen, ja. Ah, ich glaube. Warte, ja. Hat da jemand? Hört der also, Tonmann was? Ich glaube, drei oder vier hatten es richtig. Ja. Ja. Ja, der Markus kennt das ja auch. Ja. Ja. Nun gut. Nun gut. Dann geht es weiter. Richtig? Genau. Und zwar mit dem, was ich hier gerade an meinen Händen habe, was ich ehrlich gesagt ziemlich gar nicht mag, weil ich normalerweise immer viel mit meinen Händen arbeiten muss, also zum Beispiel Klavier spielen oder Orgel spielen oder sonst was oder Kontrabass spielen. Das geht alles fast nicht mit Handschuhen. Aber jetzt in unseren Zeiten brauchen wir diese Handschuhe. Ich versuche immer noch die Kamera zu finden, die mich anguckt. Aber ich glaube, da. Ah, richtig? Jetzt ist es die. Da. Jetzt aber, oder? Ja, man muss echt mal ein bisschen schielen, sonst finden wir das nicht. Auf jeden Fall habe ich Handschuhe an. Und warum habe ich die Handschuhe an? Weil wir ja gerade alle mit den Legosteinen gearbeitet haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, was man immer macht, ehrlich gesagt, dass man sich irgendwann mal zwischendurch an die Nase geht oder so mit der Hand, dann kann man schnell irgendwelche Tropfen weitergeben. Deswegen ist es jetzt so, alle Tropfen, die an den Legosteinen dran sind, bleiben an den Legosteinen oder an den Handschuhen und nachher kann ich die Handschuhe wieder ausziehen. Wichtig ist dabei natürlich, dass wenn man jetzt die Legosteine angepackt hat, trotzdem man nicht mit den Handschuhen jetzt ins Gesicht geht, ja, weil da ist ja trotzdem alles drauf. Also damit schützt man im Prinzip seine Hände, dass da nichts dran kommt. Aber es gibt noch was anderes, was man zum Schutz verwenden kann. Dafür müssten wir, glaube ich, einmal wieder zurückgehen. Diesmal aber was Besonderes, nicht gegen den Uhrzeigersinn, sondern mit dem Uhrzeigersinn, also damit alle wieder auf ihrem Platz landen. Genau. Also. Das ist ja noch einmal so. Sehr. Dankeschön. So, einmal wieder hinstellen. So, es gibt nämlich noch eine zweite Sache. Wir können jetzt an der Stelle unsere Handschuhe ausziehen. Ah. Weil wir jetzt und keine sieht die auch so aus, dass ihr nicht die anpackt dann auf einmal. Ja, das heißt, also an der einen Seite einfach jetzt so rausziehen. Und jetzt habt ihr natürlich hier das andere dran. Das heißt, ihr halt packt einfach nur unten drunter an und zieht die dann quasi auf links. Und dann sind die Viren alle da drin. Und die Hände sind immer noch. Ihr seht schon, die Petra, die zieht gerade was an. Und zwar einen Mundschutz. Das dauert manchmal ein bisschen. Man kann den Mundschutz auch mit so zwei Gummibändern kaufen. Oder von meiner Mama habe ich den bekommen. Oder aber man nimmt einfach was, was man eh schon zu Hause hat. Und zwar vielleicht, wenn die Kamera 1 einmal zu mir rüberkommt. Da kommt sie. Hallo Kamera 1.
Man kann zum Beispiel auch einfach so einen Schal nehmen. Das ist so ein Schlaufenschal. Der ist ganz, ganz lang. Den kann man über das ganze Gesicht ziehen. Und den kann ich auch nutzen, um den über Mund und Nase zu ziehen. Jetzt ist die Frage, warum machen wir das? Und das wollen wir euch einmal zeigen, indem wir unsere Abstandsangel nehmen. Und an die Abstandsangel kleben wir ein Stück Küchenrolle. Jetzt kann die, warte mal, du schmeiß einfach mal. So. Hier ist jetzt eine Sprühflasche mit Wasser. Wenn ich jetzt, ich will damit nur zeigen, wie das so beim Niesen oder beim Husten aussehen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Entfernung losniese, dann seht ihr schon, das Blatt bewegt sich, fliegt nach hinten. Und ich habe jetzt natürlich sehr viel genießt. Jetzt ist sogar das Küchenrollenpapier so durchnässt, dass das aufreißt. Also da ist sehr, sehr, sehr viel Wasser hingekommen. Jetzt nehme ich meinen kleinen Mundschutz von eben. Ich nehme den auch nicht dicker, als er eben war, sondern hat jetzt zwei Schichten hier quasi. Halte den dazwischen und sprühe wieder dagegen. Dafür brauchen wir allerdings natürlich ein neues Papier. Sonst ist das ist ja schon komplett nass. Aber da hinten haben wir bestimmt noch ein anderes, oder? Da ist eins. So, jetzt halte ich das davor, sprühe wieder dagegen und achtet mal darauf, ob sich jetzt irgendwas bewegt da hinten. Das Papier bleibt komplett bewegungslos und auch trocken. Dafür ist jetzt natürlich mein Halstuch ein bisschen nass. Aber das ist total wichtig, denn der Coronavirus, also das sind so mini, mini, mini kleine Viren, die können nicht alleine durch die Gegend fliegen oder rumlaufen, sondern die brauchen immer Wasser. Die sind wie so kleine Surfer, also die gehen immer auf so einen Tropfen drauf oder in den Tropfen sogar rein und können damit dann von einem Ort zum anderen gehen. Wenn ich also niese und ich hätte den Virus in mir drin, dann würde ich den damit verteilen. Habe ich den Mundschutz auf, kommt viel weniger Wasser durch, ein bisschen was immer noch, so ganz, 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 ganz kleine Tröpfchen kommen immer noch durch. Dafür gibt es aber dann noch einen Trick, um die auch noch aufzuhalten bzw. umzulenken. Es ist wie wenn in der Straße so ein Schild ist, dass man nicht geradeaus fahren darf, sondern nur nach rechts oder links. Nämlich, wir nehmen hier die Armbeuge und machen die vors Gesicht. Und wenn wir jetzt niesen, wir haben den Mundschutz, es kommen also weniger Tropfen durch. Und wenn wir jetzt niesen, gehen die Tropfen nicht mehr nach vorne weg, sondern die gehen nach oben und nach unten. Und normalerweise stehen die Leute ja eher vor uns oder neben uns, aber nicht über uns oder unter uns. Also die Kombination, Mundschutz auf, und in die Beuge rein husten oder niesen, dann helfen wir den anderen sehr. Das ist nämlich vor allem ein Schutz für die anderen. Manchmal wissen wir nämlich gar nicht, dass wir so ein Virus haben, weil wir vielleicht noch gar nicht so viel husten müssen. Das kommt vielleicht erst in 2-3 Tagen, aber der ist trotzdem schon bei uns drin. Und deswegen sind die Handschuhe und der Mundschutz und das in die Armbeuge niesen auf jeden Fall ein Schutz für uns und für die anderen. Genau. Es gibt noch medizinischen Mundschutz, das ist aber etwas anderes. Genau. Wir können uns damit helfen, das ersetzt aber keinen medizinischen Mundschutz, muss man sagen. Genau. Aber mit so etwas helfen wir schon sehr, das Virus nicht zu verbreiten. So, dann weg vom Virus, hin in ein neues Land, oder Petra? Ja. Wo geht's jetzt hin? Wir waren in Dänemark und in Schweden. Nach Norwegen geht's jetzt. Endlich. Noch eine berühmte Person Skandinaviens. Welche? Nicht? Warte mal überlegen. Die haben Könige, oder? Haben die nicht auch? Håkon? Nein, aber du meinst die Leute, die so Hörner auf dem Kopf haben und darüber ihre Mützen ziehen. Genau. Eigentlich haben die natürlich keine Hörner auf dem Kopf, sondern also die Mützen haben so zwei Hörner. Klingt nach einem coolen Teufel. Genau, richtig, aber riesige Hörner. Und das sind die. Wikinger. Genau. Die Wikinger. Es gibt zum Beispiel einen berühmten Wikinger, Erik hieß der. Vicky. Oder Häger der Schreckliche, das ist mein Lieblings-Wikinger. Und wie hieß die Freundin von Vicky? Ilvi. Ja, so ähnlich, genau. Ilvi, oder? Ja. Und die Wikinger, die haben etwas gebaut, um ihre eigenen Siedlungen zu schützen oder andere anzugreifen, und zwar Katapulte. Tada! Wir machen jetzt ein Mini-Katapult. Die haben so riesige, um so Steinfelsen damit zu schleudern, gebaut. Wir machen jetzt etwas kleinere für kleinere Sachen. Man kann damit nämlich Gummibärchen. Ach so, ich dachte, das wäre eine Stärkung jetzt. Nein, erst später. Ja. Erst bauen, Markus. Erst, wenn du triffst. Genau. Super. Und ihr braucht dazu Eisstiele. Insgesamt
8 Stück. Ihr habt ja bestimmt in dieser Zeit viel Eis gegessen. Ne? Wenn nicht, müsst ihr euren Eltern einfach sagen, dass ihr jetzt mal 8 Eis essen müsst in dieser Woche, damit ihr das Katapult bauen könnt. Oder ihr esst als Familie Eis. Ne? Und zwar legt ihr die 4 übereinander, Markus. Ach so, oh ja, Entschuldigung. Ich wurde ihr von einem Gummibärchen abgelenkt. Normale Haushaltsgummi. Ah, genau. Gummis, mehrere davon. Genau. Das erste legt ihr um die eine Seite und dann müsst ihr immer so eine 8 schlagen und da drüber legen. Praktisch das Gummi fest da drum winden. Okay. Also nicht einfach nur kordeln, sondern immer so eine 8 machen und dann da drüber legen, dass es fest ist. Das machen wir an der einen Seite. Das kann man so machen. Und wir machen es auch an der anderen Seite. Genau. Das haben wir schon mal 4 ganz fest zusammengestellt. Das ist das erste Bauteil. Dann macht ihr eigentlich nochmal dasselbe. Ihr nehmt also wieder 4 Eisstiele. Ihr habt doch heimlich geübt. Ja, klar. Wieder 4 Eisstiele. Genau, diese 4 Eisstiele macht ihr auch wieder mit dem Gummiband zusammen. An einer Seite. An einer Seite. Und ich mache das einfach auch schon doppelt, dann geht es ein bisschen einfacher. Ich kann das ja noch mal ganz langsam. Es gibt auch ganz große Gummiringe und nicht so große, das ist übrigens egal. Ne, also man kann es ganz einfach machen, man hat diesen hier so und dann dreht man den einmal über Kreuz und dann kann man den zusammenfassen und dann kann man es auch ganz schnell machen. Okay, das habe ich auf jeden Fall jetzt bei dem hier auch schon gemacht. Jetzt seht ihr, dass der an einer Seite nur zu ist. Und jetzt kommt ihr an der Stelle, wo der offen ist, kommt der andere dazwischen. Das der flitscht bei mir immer so auseinander. Ja, das muss am Anfang auch erstmal so sein. Das ist ein bisschen komisch, aber jetzt habt ihr das so, dass ihr quasi das so, so dazwischen habt. Liegt. Und dann macht ihr den ihr dazwischen gelegt habt. Genau. Das macht die Petra jetzt. Noch einmal fest in einem Kreuz. Vielleicht kannst du mal das Muster zeigen, dann sieht man das. So, in einem Kreuz. Und dann müsst ihr auch mal die andere Seite machen. Und wenn das Kreuz fertig ist, dann habt ihr schon echt viele wichtige Elemente fertig. So, dann nehmt ihr einen Löffel, einfach aus der Besteckschublade, ne, einen Teelöffel und schiebt den unter das Kreuz. Unter das Kreuz. Manchmal geht das ganz gut. Ja, bei mir geht es so. Genau. So, jetzt ist es schon fast fertig. Jetzt kann ich schon mal ein bisschen. Und damit das dann nochmal so ein bisschen besser hält, kann man das bei dem Löffel an dieser Stelle nochmal verstärken. Das mache ich jetzt gerade. Ja, das machst du auch. Ich habe zu viele Hände davor. Ah, da sind wir. Ja, also an dieser Stelle. So. Warte, das. Ich glaube, meins sieht ganz gut aus. Du hast schon fertig? Ja, super, perfekt. Dann guck mal auf die Petra. So, dann weil jetzt kommt der kommt lustige da Teil. Natürlich ein Gummibärchen drauf. Ein rotes, wie Erik der Rote, der Wikinger. Ne? Mhm. Und jetzt kommt, dann haltet ihr das mit 2 Fingern unten fest, legt die da drauf und drückt die. Und müsst den Mund aufhalten. Genau, ich und jetzt hoffen wir, das haben wir. Ha? Naja. Fast. Also fast. Ne? Ich darf hier den Mindestabstand auch nicht. Ja, genau. Nehmen wir mal noch ein bisschen fester. Ha. Olaf, ha. Den gelben. Ha. Boah, oh, fast. War schon ziemlich gut, ja, oder? Genau. Wir probieren es noch ein einziges Mal aus. Ich mache einen kleinen Trick, aber es klappte vielleicht. So, nochmal. Okay. Und, Ah. Das war perfekt, meine Güte, das war richtig lecker. Ich glaube, das war gefuscht. Nein. Dann könnten wir fuschen. So, ich glaube, es gibt nicht nur Wikinger in Norwegen, sondern es gibt auch noch ein paar andere, die ihr zu Hause kennt. Und zwar, ich warte mal, hallo. Kommt ihr auch aus Skandinavien?
Ja, es gibt eine Person, die kennt ihr ganz sicher, und die kommt quasi aus Norwegen. Die kommt eigentlich aus Arendelle, so heißt dieser Ort. Aber dieser Ort, der ist ganz vielen norwegischen Orten nachempfunden worden. Und da wohnt eine Königin. Und zwar eine ganz spezielle Königin, nämlich die Eiskönigin. Und von der Eiskönigin möchten wir uns, von der Eiskönigin möchten wir ein Lied mit euch zusammen singen. Da wird gleich da unten wieder der Text zu sehen sein. Und dann hoffe ich, dass ihr lautstark mitsingt, sodass eure Nachbarn das noch hören können. Glänzt weiß auf den Bergen heute Nacht, keine Spuren sind zu sehen. Ein einsames Königreich und ich bin die Königin. Der Wind, der heult so wie der Sturm ganz tief in mir. Nicht zu kontrollieren, ich hab es versucht. Nicht rein, lass sie nicht sehen, wie du bist, nein, das darf niemals geschehen. Du darfst nichts fühlen, zeig ihnen nicht dein wahres Ich. Ich lass los, lass jetzt los, die Kraft, sie ist grenzenlos. Ich lass los, lass jetzt los und ich schlag die Türen zu. Es ist Zeit, nun bin ich bereit. Und ein Sturm zieht auf. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Es ist schon eigenartig, wie klein jetzt alles scheint. Und die Ängste, die in mir waren, kommen nicht mehr an mich ran. Was ich wohl alles machen kann, die Kraft in mir treibt mich voran. Was hinter mir liegt, ist vorbei, endlich frei. Ich lass los, lass jetzt los, nun bin ich endlich so weit. Ich lass los, lass jetzt los, doch Tränen seht ihr nicht. Ich bleibe hier und ein Sturm zieht auf. Ich spüre diese Kraft, sie ist ein Teil von mir. Sie fließt in meine Seele und in alle Schönheit hier. Nur ein Gedanke und die Welt wird ganz aus Eis. Ich geh nie mehr zurück, das ist Vergangenheit. Ich bin frei und fühl mich wie neu geboren. Ich bin frei, endlich frei, was war es jetzt vorbei? Hier bin ich. In dem hellen Licht und ein Sturm zieht auf. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. So, das war's auch schon für den heutigen Tag. Das war der erste Teil unserer Reise. Aber wir sehen uns morgen schon wieder. Selbe Zeit, selber Kanal. Genau. Und bis dahin bleibt uns nur eins, nämlich auf Wiedersehen zu sagen. Tschüss, bis morgen. Tschüss.